Hallo Leute, rauf auf die Gipfel Berlins. Unter diesem Motto besteige ich die 6 höchsten Berge Berlins. Und was haben die gemeinsam? Sie sind alle über 100 Meter hoch. Und heute ist der Schäferberg dran. Der liegt ganz im Südwesten Berlins und da bin ich hierher gefahren zum S-Bahnhof Griebnitzsee. Das ist zwar schon gerade Brandenburg und dann laufe ich von hier nach Berlin rein. Ich gehe los. Wir sind jetzt in Berlin. Ortsteil Wannsee übrigens. Eine Brücke. Na, prima Gegend hier. Wir laufen jetzt hier runter und gehen dann schön ein Stück am Wasser entlang. Hier überquere ich einen Kanal. Prima Karte. Wir laufen mal hier geradeaus lang. Hier ist der Aufstieg zum ersten Berg, zum Moritzberg. Ja, der Moritzberg, der ist leider nicht über 100 Meter hoch. Hier soll es zum Ausblick gehen. Sieht ja abenteuerlich aus. Ein bisschen Ausblick ist da. Das hier ist der Gipfel des Moritzbergs. Wie ihr seht, ist hier nichts Besonderes zu sehen. Hier führt einfach nur ein Weg lang. Da vorne, da ist ein Golfplatz, da war ich gerade eben. Der Weg dort, den kann man irgendwie nicht richtig laufen. Da muss ich mir jetzt mal einen anderen suchen. Na, klappt doch alles. Wunderbar. Zum Schäferberg kann man mit dem Bus fahren. Da braucht man dann bloß noch die Treppe hier hochlaufen. Auf geht's zum Schäferberg. Der Schäferberg ist übrigens eine natürliche Erhebung. Kein Schuttberg oder sowas. Und er ist 103 Meter hoch. Auf Platz 5 sozusagen, zwischen Ahrensfelder Berge und Kienberg. Ja, da oben, da oben. Der Fernmeldeturm, da kann man nicht rein. Eine Brücke übers Wasser. Schon sind wir wieder am Wasser angelangt. Ich habe mich entschlossen, den Weg zum
Es war eine Wannsee, hier am Wasser zu sehen. Hier ist jetzt noch Straße zu laufen. Ja, Leute, angekommen am S-Bahnhof Wannsee. Bis zum nächsten Mal. Ciao.